Espresso. Moin, moin zum heutigen Espresso. Wir hoffen, du kommst gut in die neue Woche und für diese Woche möchten wir dir als Katzenhalter etwas zur Neophobie mit an die Hand geben. Vielleicht hatten wir dazu schon mal einen Podcast, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber wusstest du, dass die meisten Katzenhalter die Neophobie sogar unbewusst noch mit unterstützen? Nämlich, weil sie der Ansicht sind, je mehr Vielfalt sie anbieten, umso mehr triggern sie das Ablehnungsverhalten der Katze. Das heißt, manche Tierhalter sind wirklich der Ansicht, hey, die frisst jetzt die Marke X, die Tierart XY und wir bleiben am besten dabei, weil sonst lehnt die ja alles ab. Und genau das ist das große Problem. Je mehr Vielfalt deine Katze von klein auf kennenlernt, und mit Vielfalt meinen wir jetzt nicht, dass du sämtliche Tierarten, die es gibt, füttern solltest, sondern du solltest dich da vielleicht auf 3, 4 Tierarten konzentrieren. Wenn du das machst, ne, je unbekümmerter du damit umgehst, umso einfacher wird auch deine Katze hier mitmachen. Sicherlich wird deine Katze, so wie du vielleicht selber auch bist, irgendetwas weniger mögen. Ne, das ist normal, das ist bei uns Menschen ja auch der Fall. Nicht jeder Mensch mag alles, was ihm da vorgesetzt wird. Ne, da sagt man auch, na gut, vielleicht die Karotten mag ich nicht so gerne, dafür mag ich lieber Kartoffeln oder umgekehrt. Bei der Katze ist es, was das angeht, ähnlich. Die wird auch mal einen Tag haben, wo sie das eigentlich so beliebte Hühnchen doof findet und dafür gerne Rind schlabbert, was sonst nicht so lecker ist. Ne? Also hier ist es bei der Katze tatsächlich so, dass sie ein bisschen mit uns spielt. Aber grundsätzlich solltest du es wirklich vermeiden, von Beginn an deine Katze nur an eine Tierart zu triggern. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du sagst, ich habe ja 10 Hersteller, aber ich bin bei dieser Tierart. Mach das nicht. Sondern versuch wirklich von Beginn an Variationen anzubieten. Such dir am besten Geflügelarten raus, denn Geflügel kommt bei Katzen in der Regel sehr gut an. Vielleicht auch eine Fischportion oder etwas, wo Fisch mit drin ist. Denn Fisch wird von vielen Katzen sehr gut angenommen. Man muss allerdings so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht einen Thunfisch-Junkie erzieht. Denn nur Thunfisch oder nur Fisch ist für die Katze dann auch nichts, ne? Weil wir brauchen schon einen vernünftigen Anteil an hochwertigen Proteinen und die finden sich eben nun mal in den meisten Tierarten, also sprich überwiegend, ich sage jetzt mal beim Huhn, beim Rind, beim Kalb und so weiter. Also im Muskelfleisch der Tiere haben wir einfach einen besseren Proteingehalt. Und bei den Fischen ist es nun mal so, dass die meisten Fische auch eine kleine Belastung mit sich bringen. Und dauerhaft Fisch für die Katze ist einfach nicht gesund. Keine Wildkatze da draußen, wenn du mal überlegst, wie die leben, wird diese Massen an Fischen zu sich nehmen. Das funktioniert nicht. Das ist auch dauerhaft, wie gesagt, nicht gesund. Deswegen da ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also da darfst du sparsam mit umgehen. Aber ansonsten mit den Tierarten weniger. Und denk immer daran, ne, falls deine Katze dann doch mal in Richtung einer Allergie geht, lasse bitte irgendeine Tierart komplett weg. Das heißt, in der Hauptmahlzeit und auch in Leckereien, damit du vielleicht mit dieser Tierart eine Ausschlussdiät machen könntest. Bei Katzen haben wir zwar oft weniger groß das Problem der Ausschlussdiät. Also ich habe noch nie eine Katze in Behandlung gehabt, bei der wir wirklich nur mit einer Futterart oder Tierart hätten arbeiten müssen. Aber trotzdem sage ich es auch bei Katzenhaltern immer mit dazu, auch um mich so ein bisschen abzusichern und den Tierhaltern zu helfen, falls denn doch mal der Gedanke bei einer Allergie da wäre. Das war der Vispresso für heute. Wir wünschen dir einen schönen Tag. Vispresso wurde dir präsentiert von Tierisches Wissen.